herzlich willkommen. Wir machen noch eine Runde mit unserem Kriegerdeck, auch heute wieder. Und schauen entsprechend, was wir für einen Gegner bekommen oder wo wir noch weiteres Verbesserungspotenzial am Deck haben. Wenn ihr noch Vorschläge habt, schreibt diese bitte in die Kommentare unten rein. Und wir können euch jetzt auch mal das Spiel entsprechend anschauen. Wir bekommen gleich unseren Gegner. Das Rad hat entschieden. Und wir bekommen einen. Na komm. Garrosh gegen Garrosh. Okay. Sieg oder Tod. Ich werde euch vernichten. Kommt jetzt schön drauf an, wer halt im besten Kombis irgendwie hinbekommt. Oder wer mehr Schaden halt irgendwas teilen kann. Gut. Ich hoffe jetzt hier, deswegen ich es jetzt so spiele, dass ich die Folge Kriegsachse ausspielen kann, danach Flexi. Dass ich ihn dann mit ein bisschen A unter Kontrolle halten kann. Und B. Ja, das Wort frei halten kann. Das war's. Auch gut. Die Waffe natürlich mit ihr. Ist auch. Eine nette Kombi. Er ist in Runde 1. Ja. Versucht. Gut. Wir legen uns eine Waffe an. Look da, Ogre! Und ja, machen wir schon mal. Wir schauen ja schon mal noch. Er zieht uns gleich. Und wir sind in Runde 3. Und er wird natürlich jetzt sie hier weghauen. Dadurch macht sie noch einen Schaden. Das war's. Auf ihn losgehen. Greift an! Okay, er bekommt 5 Schaden. Wir werden jetzt entsprechend 2 Schaden. Gegen den Yeti kann man nichts direkt machen. Deswegen. Das war's. Dann nehmen wir 4 weg. So. Bin gespannt, was er jetzt damit spielt. Hat er noch eine bessere Waffe? Ja, gut, die bessere Waffe kriegt er nicht. Da hat er 4, da hat er 1. Das heißt, er hat. Wird er beide opfern? Auf in die Schlacht, Mann! Na, doch nicht. Oh. Wenn ich mit schön 2 mache. Hier hat er noch seine Dreierwaffe. Das heißt, ich brauche ja eigentlich nichts großartig Böses spielen. Wir können die Zweierkombination spielen. Dann wird er mit dem Beutehamster da drauf gehen mit seiner Waffe. Was jetzt? Dann würden wir zumindest mal 2 Karten bekommen. Und ich glaube, das machen wir. Lass den Schmerzen sprechen. So. Wir müssen ihm ja Angebote machen. Und das Kartenziehen ist jetzt natürlich wichtig, dass wir hier jetzt im Endspiel halt eben auch ein paar Karten zur Verfügung haben. Er spielt einen Windzombo. Zurück an die Arbeit! Und ich glaube, das ist der perfekte Moment. Ja. Wie wir gesagt haben, wir bekommen unsere Karten. Die wir wollten und können ihn jetzt entsprechend hier auf den Zweck machen. Aber dann. Hier haben wir noch einen Vierer, das heißt. Versucht es hier! Versucht es hier! So, schön. Ich hätte den wütenden Berserker eigentlich schon gern früher ausgespielt. Okay. Lass die Schmerzen sprechen! Er weiß aber schon, dass wir hier einen Dreier haben, oder? Na gut, dann spielen wir entsprechend ihn aus. Meine
Klinge ist durstig. Geben wir uns noch ein Schild. Und wie gefällt euch das? Nehmen seinen hier drüben weg. Ihn entsprechend buff. Ja. So. Nächste Runde. Er wird aber wahrscheinlich auch einen heldenhaften Stoß drin haben in seinem Deck. Nein, er spielt einen Ghoul. Meine Klinge ist durstig. Ah, und er macht ihn raus. Sich selber halt eben dann zum Waffen. Okay. Der muss raus. Kriegen wir auch raus. Der muss raus. Kriegen wir auch raus. Deswegen kriegen wir ihn raus. Ich frage mich, ob... Na gut, dann müsste er nur einen Schaden... Na gut, den müssen wir jetzt noch machen. Wir können auch ihn entsprechend hochheilen. Ja, ich glaube, der heldenhafte Stoß. Ja, das ist jetzt natürlich schade, weil wir haben hier schön 6 Schaden. Die wir drin haben. Aber es muss leider sein. Luchta, Ogre! Wen spielt er? Hirsch? Hirsch kommt er weg. Ich schlage zu. Dann kommt er weg. Mich entscheiden. Bisschen Schaden rein. Wir haben einen 7-1er. Auch nicht schlecht. Das heißt, in der nächsten Runde können wir eventuell hier schön 12, 16. Okay, schade. Die Tore sind geöffnet. Und er spielt den Hedda. Wir müssen die Kappen ziehen. Kommen einen Arkanitschnitzer und nehmen ihn gleich mal. Schade, schön. Aber nutzen das Ganze nicht, um uns eine neue Waffe anzusetzen. So. Weiter geht's. Es steht 27 zu 26. Versuch das hier nicht! Den Dreier liegt dran. Und wir bekommen es sehr schade. Ihr seid kein angemessener Anführer der Horde. Ausnehmen 26 zu 28. Er haut sich ein weiteres Schild drauf. Und nimmt unseren ersten Kane schon mal weg. Kane ist auf Bane. Unsere Karte bringt uns gar nichts. Deswegen schießen wir hier komplett einmal drauf. Und hauen ein bisschen Schaden rein. Ja, wir heben die Karten noch ein bisschen auf. Das sind alles schöne. Das Rosen. Dingo! Ja! Hier können wir gleich 5 Schaden haben. Das ist schön. Oder wir spielen unseren schwarzen. Und er wählt den Tod. Ungewöhnlich. Ich bin ein bisschen verwirrt, wieso er das Ganze. Also es war kein direkter Grund. Entweder ihm geht das Spiel zu lang, seine Kombos gehen langsam aus, oder ich weiß es nicht ganz genau. Mami hat zum Mittagessen gegessen. Keine Ahnung. Ich danke euch trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Man hat jetzt nicht ganz so den Aufschluss gebracht, was jetzt der Grund ist und wie wir das Ganze noch weiter verbessern können. Ich danke euch aber trotzdem vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in